Normalerweise denke ich mir nicht besonders viel dabei, wenn ich in Minecraft Blöcke abbaue. Heute wird sich dies aber definitiv ändern, denn mit jedem abgebauten Block bekomme ich einen random Effekt. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen? Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay, ich fange jetzt mal ganz normal an und hole mir erstmal ein bisschen Holz und schau einfach mal, wie ich am schlauesten heute spiele mit dem Effekt. Aber ich bekomme natürlich auch jetzt schon einen Effekt. Und zwar direkt Langsamkeit. Das ist natürlich perfekt zum Start. Ich habe noch kein Holz eingesammelt, aber ich baue einfach mal weiter ab. Und ich habe übrigens direkt Heilung und Glück bekommen, auch wenn ich das Glück jetzt nicht ganz anwenden konnte. Und da hinten ist ein Dorf. Ich habe ein Hausdach gesehen. Perfekt, da laufe ich direkt mal rüber. Hallo Dorf, sogar mit Schmiede und auf jeden Fall mit Essen. Das ist doch wunderbar. Und Kisten. Ein bisschen Brot und ein Bett. Oh ja, Bett abgebaut. Resistenz 7. Ich kann halt auch gute Effekte bekommen. Das kann halt mir auch richtig helfen. Kann aber natürlich auch richtig schaden gleichzeitig. So, erstmal in die Schmiede gucken. Eisen, super. Und direkt ein Schwert, eine Spitzhacke und ein Eisenharnisch, das ist mega gut. Da muss ich mir gar keine Holzspitzhacke machen. Ich habe ja schon eine Eisenspitzhacke. Dann überspringen wir das heute einfach mal. Und ich hole mir so ein bisschen Stein. Okay, jetzt kriege ich direkt wieder Effekt. Das kann halt richtig schädlich auch sein, ne? Direkt Heilung und Sättigung. Hey, ich habe bisher fast nur gute Effekte bekommen. Schnelligkeit und Hunger, ja, okay. Gunst des Delfins. Ich kann ganz schön schnell schwimmen gerade. Bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Ich mache mir jetzt erstmal eine Hake und eine Axt, würde ich vorschlagen. Und dann können wir hier richtig loslegen. Denn jetzt werden einige Blöcke abgebaut. Aber ich glaube, das ist meine Theorie. Wenn ich einfach ganz viele Blöcke abbaue, dann gleicht sich das auch gegenseitig ein bisschen aus. Das Gefährlichere ist eher, wenn ich einzelne Blöcke abbaue, glaube ich. Ich habe alle möglichen Effekte und ich habe Brot. Ja. Oh mein Gott, ist das viel. Ich baue weiter ab. Oh mein Gott, was war das? Ach, Vergiftung. Ich habe einfach Vergiftung. Ja, okay. Aber auch eilig. Ich kann richtig schnell abbauen und bin halt dabei vergiftet. Oh mein Gott. Ich habe mich mega erschreckt. Sprungkraft 9 direkt. Übertreibt halt. Ich hole mir jetzt Eisen. Und ich bekomme ein paar Eisen. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte, ehrlich gesagt. Und ich hole mir die Blöcke wieder. Ich sehe aber jetzt nichts mehr. Na gut, ist immerhin nicht so lange. Kisten. Noch mehr Brot. Nice. Und noch mehr Brot. Da die Effekte ja heute normale Länge haben, werde ich heute keine einzige Milch trinken, sondern jeden Effekt auch schön ausbaden. Und jetzt erstmal weiter Essen holen. Ja, so sieht das aus, wenn ich Essen hole. Das sind aber nur positive gerade. Ah, nee, Schwäche. Ja, okay. Dann ertrade ich mir mal wieder meinen Eimer. Da muss ich so viel Eisen benutzen. Oh, Übelkeit ist fies. Übelkeit ist fies, weil das ist natürlich egal, was ich sonst habe, mega nervig. So, Fass habe ich schon mal. Und dann trade ich mir bei dem Kollegen hier jetzt meine Emeralds. Er ist sogar billiger. Wieso ist er billiger? War ich irgendwie Held des Dorfes oder so? Habe ich nicht mitbekommen. Aber gerne. Und dann wird der hier der neue Fischer. Oh ja, direkt vergiftet. Und ich habe aber meinen Eimer. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug Brote und habe noch keine Angst, Blöcke abzubauen. Weil hier in der Overworld ist eigentlich alles noch entspannt bisher. Aber jetzt würde ich mir mal ein Nether-Portal bauen irgendwo. Dafür muss ich natürlich erstmal Lava finden. Ah, ein Schild mache ich mir aber erstmal noch. So, perfekt, Schild sitzt. Und ich habe Speed. Ich kann in die Höhle reinlaufen. Okay, ich muss noch Blöcke mitholen. Blöcke mitholen ist natürlich immer so eine Sache. Was höre ich denn an? Zombie. Überhaupt nicht so gefährlich, aber wenn ich nichts sehe, macht er irgendwie ein bisschen Angst. Okay, ich gehe einfach mal runter. Hier ist auch Kies, das nehme ich mir auch direkt mit. Oh ja, stimmt, da war was. Vergiftung, perfekt. Und Hunger, Vergiftung und Hunger. Kann ich bitte was Positives schnell kriegen? Schwäche, ja, danke dafür. Kann ich bitte was Positives kriegen, habe ich gesagt. Direktheilung zum Beispiel. Direktheilung finde ich schön. Ich bin komplett durcheinander. Ich habe Abbaulähmung. Oh, hallo. Ich habe gerade keinen Effekt, also kannst du mir gar nicht. Jetzt gehe ich hier runter. Ich schwebe wieder hoch. Ich wollte gerade runtergehen und ich schwebe einfach wieder nach oben. Okay, hier ist der Fisch. Geh ins Wasser. So, ich habe ihn gerettet. Weiter nach unten. Sprungkraft. Mega gut. Das bringt mir jetzt zwar gar nichts, aber es ist eher positiv. Und ich bin langsam und schnell. Oh mein Gott. Nein! Ich habe Wither. Ich habe Wither. Ich muss dagegen heilen. Aber Wither ist eigentlich der fieseste Effekt. Kriege ich gerade nur noch Vergiftung? Ich bin schon wieder vergiftet. Ich bin irgendwie fast nur noch vergiftet durchgehend. Minecraft durchspielen, aber ich bin durchgehend vergiftet. Oder was ist das hier? Oha, hier ist eine Höhle. Ich kann mich nur noch nicht bewegen leider und mir ist schlecht. Hallo. Oh mein Gott, wie soll ich denn so durch den Nether laufen heute? Hier ist richtig viel Gold und ich habe ja sogar eine Spitzhacke. Nehme ich mir mal mit. War leider nur eine Lava. Eigentlich müsste ich direkt tiefer, weil ich will jetzt eh nicht auf Kisten gehen, sondern ich will eigentlich eine Lavaquelle finden. Geht's einfach wieder hier tiefer. Und ich habe schon wieder Wither. Oh mein Gott. Und mir ist schlecht und alles. Ach du ich bin unsichtbar. Ach du Gott. Bad Omen und Blindheit, aber egal. Dafür kann ich schneller abbauen und habe extra Energie. Und ich kann mich nicht bewegen. Und ich habe Abbaulähmung. Jetzt stehe ich hier wieder rum und kann nichts machen. Aber ich bin wenigstens unsichtbar. Jetzt nicht mehr. Und weiter geht's. Wo ist die Lava jetzt? Ich habe Speed. Ich fühle mich richtig schnell. Hier ist die Lava. Perfekt. So, der Zombie geht schon mal in die Lava. Ah, ein Gold nur. Okay. So, jetzt erstmal ein Portal gießen. Aber mir wird schon wieder ein bisschen schlecht. Jetzt nicht daneben klicken, nur weil mir schlecht ist. Das wäre nicht so gut. Da ist ja noch mehr Gold. Ja, das war zum Beispiel daneben. Übelkeit läuft. Da ist mein Flint. Den brauche ich. Wunderbar. Und damit habe ich mein Feuerzeug und kann in den Nether rein. Und ich glaube, die Effekte hören auch gerade alle wieder auf. Ich gehe aber noch nicht in den Nether. Ich brate mir erstmal mein Gold durch und mache es ganz safe. Und dann mache ich mir die Schuhe. Und dann ist alles nice. Ich habe schon zwei Rüstungsteile. Mega gut. Wir gehen in den Nether. Hallo Nether.
Warum bin ich in der Höhle? Ich will keine Blöcke abbauen. Warum muss ich in einer Höhle landen? Aber hier kann ich ein bisschen hochgehen, glaube ich. Vielleicht komme ich hier irgendwo raus. Oder auch nicht. Ich muss mir jetzt leider eine Treppe bauen. Ich habe gar keine Lust gerade. Aber, oh mein Gott, ja, ich habe irgendeinen Speed und jetzt sehe ich nichts mehr und habe Abbaulähmung. Okay, jetzt baue ich einfach hier durch und hoffe, dass ich irgendwie durchkomme. Jetzt wird mir schlecht, aber ist okay. Und hier ist irgendwo irgendein draußen. Da oben könnte ich hin. Also weiterbauen. Ah, ich habe wieder Abbaulähmung. Oh, Nachtsicht, der Nether blinkt wieder. Ich liebe Nachtsicht im Nether immer noch. Oh, ich fliege hier hoch. Oh mein Gott, wie lang kann ich fliegen, ist die Frage. Ich setze unter mir ein Gold, das ist nicht so gut, aber ich hatte keinen anderen Blöcke hier und hatte Angst. So, ich lasse doch kein Gold hier liegen. Und Wither schon wieder. Aber hier komme ich irgendwo raus. Oh mein Gott, ich habe Jump Boost. Okay, eine Festung sehe ich von hier aus noch nicht, aber das ist auch nicht schlimm. Held des Dorfs. Und Gunst des Delfins im Nether, auch mega nice. Oh, da ist eine Festung direkt. Hier gehen wir jetzt einfach mal drauf. Soll ich Kisten looten oder direkt auf die Blazes gehen? Lass mal hier ein bisschen in den Kistentrakt gehen. Oh, ich sehe nichts mehr. Und ich habe Wither-Effekt. Da brauche ich ja gar nicht mehr gegen die Wither-Skelette kämpfen. Den kann ich auch einfach so kriegen. Hier ist eine Kiste. Ja, habe ich schon. Einen Sattel nehme ich mal mit. Wer weiß. Noch ein Gold. Und Obsidian, Rückportal. Dann gehe ich jetzt mal zu den Blazes rüber. Da, neben dem Wither-Skelett und dem Magma-Cube, möchte ich gerne Blazes schnetzen. Weg mit euch. Oh, ich dachte, der kommt noch nicht. Er hat getroppt. Jetzt muss ich da runter. Die erste Blaze Rod. Hat getroppt. Nice, hat auch getroppt. Sehr, sehr gut. Ich habe Stärke 10. Das nutze ich. Oh, der Drop. Sechste. Eine hätte ich gern trotzdem noch, zur Sicherheit. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich lasse mein Boot da, der darf mein Boot behalten. Ich habe meine 7 Blaze Rods, ich bin raus. Okay, ich habe 3 Gold, 4 Gold hätte ich. Soll ich die mal durchbraten und ein bisschen traden? Hier unten drin ist das Gold. Komm rein mit dir. So, perfekt. Und ich kriege Wither. Nicht nur du wirst böse, wenn ich Gold abbaue, auch die Effekte werden böse. Komm, trade mit mir. Oh, der tradet Enderperlen mit 4 Stück. Ich bin in der 1.16.5. Das ist super selten. Das ist das Maximale an Enderperlen, was die traden können. 2 bis 4 Enderperlen. Und dann auch noch überhaupt zu traden, ist ja auch selten. Ein paar Pfeile hätte ich gern tatsächlich. Feuerresistenz, nicht schlecht. Nochmal 2 Stück. Hier ist noch jemand unterwegs. Habe ich gerade gemerkt. Weg mit dir. So, den haben wir. Wunderbar. Und jetzt töte ich das Kind. Nice. Oh mein Gott. Viel zu schnell geworden. Und ich habe Jump Boost. Okay, dann habe ich jetzt nochmal insgesamt jetzt 5. Was? Er droppt mir schon wieder Perlen? Ich habe 7 Enderperlen durch so wenig Gold. Und Pfeil. Er droppt ja nur, was ich will. Hier ist noch Gold. Komm, ich hole noch ein bisschen Gold. Macht jetzt doch irgendwie auch Spaß, wenn die so gut traden. Aber als ob der jetzt so weiter tradet natürlich. Ich habe schon wieder alles mögliche an Effekten. Hilfe. Und ich schwebe. Nein, 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 nein. Ich bin ganz schön weit oben. So weit oben wollte ich gar nicht hin. Der tradet jetzt mit mir hier. Ich habe Pfeile bekommen. Ich habe genug Pfeile fürs End. Noch mehr Pfeile. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Ich weiß, ich habe schon mehr als genug Enderperlen eigentlich bekommen aus den Trades. Aber würdest du mir auch noch Enderperlen traden? Noch mehr Pfeile? Oder habe ich irgendwo einen Warp Forest gesehen? Weil jetzt brauche ich echt nicht mehr viele Enderperlen. Dann würde ich auch gerne mir jetzt nicht mehr dafür einen Villager hochtraden müssen. Ist noch Gold. Ja, Vergiftung finde ich immer sehr nett. Danke dafür. Oh mein Gott, ich habe Jump Boost. Ich sollte nicht so viel springen, wenn ich Jump Boost habe, weil der geht auch irgendwann wieder weg. Noch mehr Gold. Sehr weit weg, aber es passt schon. Gunst des Delfins. Ich kann schnell schwimmen. 10 Gold. Könnte klappen. Aber ich schwebe jetzt erstmal wieder. Gönn einfach. Ich sehe nichts, aber ist okay. Ich habe 7 Obsidian, das ist gut. Und noch mehr Blackstone. Aber leider keine Enderperlen. Da ist doch ein Warp Forest. Ja, komm, dann hole ich mir die letzten Enderperlen von Enderman. Rein ins Boot und los geht's. Da ist direkt eine. Ich habe echt Lack mit Enderperlen heute. Die 9. 10. 11. Da ist die 12. Perfekt. Das Gold, was ich hier noch habe, trade ich noch. Und dann sollte es auf jeden Fall reichen. Und ich habe sogar genug Obsidian, um mir ein Rückportal zu machen schon. Ja gut, hier ist noch einer. Dann mache ich den auch noch schnell weg. Ich habe eine Enderperle bekommen. Die 13. Enderperle. Ich wollte gerade zum ersten Mal drauf und habe ich auch gemacht. Und der ist aber direkt down. Ich hatte einfach Stärke 10. Ich kann mir mein Rückportal bauen. Ich habe 13. Hier ist ein Huhn. Ich mag Hühner. Okay, das Huhn tötet den Reiter. Das ist ein Killerhuhn. Du bist frei. Das Huhn ist frei, Leute. Hashtag FreeChick in die Kommentare. Ah, rein mit euch. Rein mit euch, zwei da. So. Ich habe Enderperlen bekommen. Ich habe 16 Enderperlen. Dann baue ich mir jetzt hier mein Portal hin. So, perfekt. Raus aus dem Nether. Ich bin in der Höhle. Ich mag keine Höhlen. Ah, ich hatte gehofft, dass ich Schwebekraft kriege. War aber nicht. Oh, ich habe Jump Boost. Oh, jetzt habe ich Schwebekraft. Und ich lande einfach hier im Wasser. Ja, wunderbar. So kommt man noch gut hier raus. Kann ich auch schon mal ein bisschen was sehen. Ich will gerne weiterspielen. Danke. Dann mache ich mir erstmal 8 Enderaugen. Und schau jetzt mal, wo wir lang müssen. Da. Okay. Und es droppt sogar. Wunderbar. Dann laufe ich jetzt mal ein bisschen in die Richtung und schaue mal, dass ich einen Stronghold finden kann. Da ist ein Ruined Portal. Es ist sogar mega schön. Kein Crying Obsidian dazwischen. Und nochmal Obsidian. Ja, eigentlich brauche ich kein Obsidian, aber ich mag auch Obsidian. Eine Effizienz 5 Axt. Die können wir mal ein bisschen Boot fahren. Ich werfe nochmal ein Enderauge. Vielleicht ist es ja auch schon hier im Ozean irgendwo.
Aber es geht noch weiter. Ein bisschen weiter links. Vielleicht bin ich schon lange in der Nähe. Ich werfe nochmal ein Auge. Vielleicht geht es trotzdem noch in den Ozean. Oh, es fliegt in Richtung Ozean. Ich werfe hier nochmal ein Auge. Jetzt fliegt zurück. Es muss unter dem Ozean sein, aber ich habe es nicht gesehen. Es ist kaputt gegangen. Okay, ich habe aber mehr als genug. Okay, es fliegt schon wieder übers Land eigentlich, ne? Vielleicht noch kurz vor dem Ozean. Es ist auch kaputt. Scheiße. Ich werfe es hier oben nochmal. Es ist hier runtergeflogen. Okay, es ist also direkt neben dem Ozean. Es ist getroppt. Wo kommt sie hoch? Hier, perfekt. Hier kommt sie hoch, also muss ich genau hier runter. Oh, Eile ist gut. Eile nehme ich gerne mit. Aber das hätte ich lieber nicht so gern. Oh, shit. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich muss ein Water Imaging machen. Und mit Sound sogar. Nice. Schöne Aussicht von hier oben hatte ich bekommen. Dann glaube ich, mache ich mal über mir zu, weil es muss jetzt trotzdem nicht nochmal sein. Wither ist auch immer nett. Super hilfreich. Oh, hier ist der Stronghold. Ich habe den Stronghold gefunden, habe gerade Wither-Effekt, aber sonst geht's mir gut. Ich warte kurz meine Vergiftung ab und dann geht's rein in den Stronghold. Einige Silberfische. Ich nehme den Creeper. Creeper, komm. Nice, danke dir. Ah, ich brauche noch Fäden. Ich habe noch gar keinen Bogen übrigens. Nehme ich mir gerne mit. Dann habe ich meinen Bogen. Wunderbar. Ich suche jetzt einfach mal den Portalraum. Oder ich nehme mal eine Kiste mit hier. Okay, noch eine Enderperle. Mega cool. Die Eisenspitzhacke tausche ich aus. Dann habe ich eine ganz frische. Und hier oben haben wir noch Eisen. Nochmal Eisen. Okay, vielleicht mache ich mir doch noch was aus Eisen. Hier ist die Mitteltreppe. Okay, von hier aus muss ich also wieder suchen. Da ist der Portalraum. Wunderbar. Und noch ein Dia. Moment. Ich muss kurz die Silberfische bekämpfen und den Spawner wegmachen. Dann hole ich mir den Dia natürlich mit. Ich brauche tatsächlich 12 Stück. Ich habe genau genug. Okay, dann hole ich mir den Dia mit. Einfach, weil ich ihn nice finde. Neues Eisenschwert nehme ich mir auch mit. Noch eine Rüstung. Ich brauche nur noch einen Helm. Komm, dann machen wir uns heute mal eine volle Rüstung. Und weil ich die genau noch übrig habe, mache ich mir noch eine Axt. Dann mache ich mir die 12 Enderaugen klar und machen wir hier alles voll. Portal ist aktiviert. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Endfight mit Effekten bei jedem Block, den ich abbaue. Ich esse mich noch voll und dann geht's los. Nur noch die beiden hier, glaube ich. Oh, der Drache kommt. Okay, alle weg. Ich pearl mich runter. Und dann geht's in den Fight. Ich mache ihm jetzt erstmal gut Damage. Oh yeah. Okay, das war aber sehr gut. Das war sehr gut. Und der haut mich schon wieder weg. Schade. Komm schon, bleib noch da. Schön gegen den Kopf. Komm schon. Er ist fast down. Er ist fast down. Nein. Er ist nur fast down. Das könnte das letzte Mal sein. Bleib bitte da. Bleib bitte noch ein bisschen da. Und, komm schon, gegen den Kopf. Er ist down. Nice. Der Enderdrache ist down. Und ich habe im End einfach nichts abgebaut, deswegen auch keine Effekte bekommen. Das ist natürlich das Nice am End, dass man da gar keine Blöcke abbauen muss. Aber mega nice Challenge. Hier ist noch eine Enderperle, die nehme ich mir gerne mit. Hier sind meine Level. Perfekte Idee, das Drachenei gerade heute mitzunehmen, wo es halt gefährlich ist, Blöcke abzubauen. Aber passt schon. Ich nehme es mir mit. So, mein Drachenei. Schön, ich sehe halt fast nichts, aber ich habe ein Drachenei. Damit habe ich die Challenge geschafft.